Die Drachen sind los. Am Ufer des Mausterkieses fand am Sonntag das vierte Drachenfest statt. Dazu eingeladen hat der Cottbusser Ostseesportverein. Und wie man sieht, sind viele Menschen dem Ruf der Drachen gefolgt. Klein, groß, bunt, einfarbig, viele unterschiedliche Drachen verschönerten an diesem Tag den Himmel. Jeder konnte seinen eigenen Drachen steigen lassen. Wer selbst keinen hatte, auch kein Problem. Vor Ort konnte man selbst einen kaufen oder sogar basteln. Möglich wurde das durch die Hilfe von Sponsoren. Na, Sponsoren sind wahnsinnig wichtig. Das Ganze ist ein Defizitgeschäft in vierstelliger Größenordnung. Durch ein paar Kleinigkeiten, wir machen Bratwurstverkauf, Bierverkauf und Kuchen, Kaffeeverkauf, können wir nicht die Hälfte finanzieren von dem ganzen hier. Insofern können wir ohne Sponsoren nicht machen. Möglich wurde das durch die Hilfe von vielen Sponsoren, wie zum Beispiel der Sparkasse Spree-Neiße. Für die kleinen Besucherinnen und Besucher gab es Ponyreiten, einen Auftritt der Kita aus Neuendorf, Clown Olli und den Löschpiraten aus Merzdorf. Oberbürgermeister Holger Kelch begrüßt die gemeinsame Arbeit zwischen der Stadt Cottbus und den umliegenden Gemeinden. Also die Stadt Cottbus ist natürlich der leistungsfähigere Partner hier als große Stadt, fast 100.000 Einwohner, natürlich aber auch immer auf Augenhöhe mit der kleineren Gemeinde Teichland. Und wir mit unserem Sponsorenpool, was wir einfach haben, denn das alles, was hier durch den Cottbuser Ostseesportverein geschaffen wird, getrieben wird, ist einmal Ehrenamt mit Unterstützung vieler Sponsoren. Und die kommen überwiegend aus der Stadt Cottbus, da sind wir sehr froh, sind sehr dankbar. Aber da lassen wir andere gern auch teilhaben, denn diese Ostsee, wie gesagt, lebt nicht allein nur von der Stadt, sondern auch mit den Umlandgemeinden. Es sind also nicht nur die großen Sponsoren, sondern auch die ehrenamtlichen Helfer, die das Fest möglich machen. Zum Beispiel Heidrun Kaldun, sie ist Gründungsmitglied des Ostsee-Sportvereins. Beim vierten Drachenfest war sie für die Stärkung aller Gäste verantwortlich und hat den Kuchenbazar organisiert. Sie hat sich damals ganz spontan dazu entschieden, beim Ostsee-Sportverein mitzumachen. Ja, in der Zeitung stand geschrieben, dass sich der Ostsee-Sportverein gründet. Das war im September 2016. Und der Ostsee befindet sich genau vor meiner Haustür, 300 Meter Luftlinie. Und ich bin sportlich sehr interessiert und treibe auch gern Sport. Und dann bin ich dorthin gefahren und wollte mal hören, was der Ostsee-Sportverein so vorhat. Wer sich da zusammenfindet und was sie dann vorhaben künftig. Und schon war ich Mitglied mit dabei. Das Drachenfest kommt an. Viele Familien hat es nach Maus gezogen. Bei diesem Andrang ist das Drachenfest im Oktober 2022 so gut wie sicher.